Willkommen zurück bei Let's Play Space Engineers im Survival-Modus. Hier ist wieder Fabi. Und wir machen es uns jetzt mal relativ einfach. Wir haben doch hier noch Reaktorkomponenten. Ein paar. Die werden aber nicht reichen, denke ich. Das ist das Problem. Eigentlich müssten wir die ganzen Komponenten zerlegen. Aber wir haben halt nur einen Assembler momentan. Das ist das Problem. Also gut, wir nehmen mal die hier mit. Das wird aber nicht reichen, denke ich. Stahlplatten haben wir ja alles platziert, was wir hatten. Ich werde auf jeden Fall so interne Panzerung brauchen. Nehmen wir mal 150 Stück mit. Ich glaube, große Stahlrohre haben wir auch gebraucht. Hätte ich wohl doch nicht alle. Nee, ja, so viel habe ich nicht, das ist klar. Weiß gar nicht, brauchen wir Anzeigen dafür? Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die Dinger hier. Ich weiß aber nicht, wie viele. Motoren haben wir gebraucht, das weiß ich noch. Wir brauchen definitiv Computer dafür. Wahrscheinlich auch Herstellungskomponenten. Jetzt versuchen wir einfach mal unser Glück, ob wir die Geschichten da drüben zusammenbauen können. Gucken wir doch mal, ob es für einen Reaktor reicht. Das haben wir schon beinahe gedacht, uns fehlen 4 Reaktorkomponenten. Das ist ja ein bisschen kacke. Wegen 4 Reaktorkomponenten muss ich jetzt da nochmal rüberfliegen. Und hier. Okay, es gibt Komponenten für Schwerkraftgenerator. Und ich brauche noch... Okay. Herstellungskomponenten. Eieiei. Bis ich drüben bin, habe ich es eh wieder vergessen. Geh mal hier ran. Produktion. Wo sind sie denn? Davon brauchen wir 6 Stück. Da fehlt uns aber das Eisen dafür. Moment. Ich habe wahrscheinlich beim Assembler das Förderbandsystem ausgemacht. Gut. Und jetzt fehlt uns Gold. Wo kriegen wir Gold her? Ah ja. Aus den Solarzellen. Aber halt auch nicht gerade sehr viel. Das ist jetzt die Spannung pur. Und das ist schon die höchste Geschwindigkeit, die man einstellen kann im Spiel. Das müsste eigentlich reichen. Um noch 2 Stück herzustellen. Dann haben noch große Stahlrohre gefehlt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es waren. Ich nehme einfach mal 10 mit. Ich habe es nämlich echt schon wieder vergessen. Und irgendwas so um die 40 Herstellungskomponenten haben gefehlt. War es jetzt noch irgendwas? Ja. Ich kann mir sowas echt immer nicht merken, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, wer von euch meine Parts vom Car Mechanic Simulator kennt. Da ist es dasselbe in grün. Ah, Mist. Ich habe sie hergestellt und nicht mitgenommen, ne? Ach ja, und die Reaktorkomponenten. Muss ich eh nochmal zurück. Ich könnte natürlich auch einfach das Schiff umparken, aber das wäre zu einfach. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht?
sind sie denn jetzt? Wo ist mein Assembler hier unten? Produktion. Reaktorkomponenten. 4 Stück. Aber da fehlt mir die Silberbahn. Wieso habe ich kein Silber? Das ist natürlich kacke. Warum habe ich kein Silber? Dann müssen wir unsere kleine Handflex nehmen und doch mal hier am Schiff ein bisschen die Flex anlegen. Bis wir an die Reaktorkomponenten kommen. Genau. So, jetzt haben wir also... Ups. Jetzt haben wir genug Reaktorkomponenten, um den Reaktor zu bauen. Eieiei. Anhalten, so. Dann bauen wir erstmal schnell den Reaktor fertig. Das sind ja jetzt die ersten kleinen Schritte in Richtung Station. Erstmal eine Energieversorgung draufbauen. Und ein Schwerkraftfeld. Den Rest können wir dann in Ruhe angehen, wenn wir das haben. So, jetzt haben wir alle Komponenten beisammen. Jetzt müssen wir da nur noch ein bisschen Uran holen. Ja. Aber wie gesagt, dieses Update, wo jetzt kam, mit den Fraktionen, das ist eigentlich eine echt coole Idee. Also, da freue ich mich echt schon drauf, hier ein bisschen auch nicht nur so zu bauen, sondern auch ein bisschen gegeneinander zu spielen. Gibt dem Ganzen halt auch einen neuen Sinn, finde ich jetzt. Also, es war zwar schön, man konnte hier seine Schiffe zusammenbauen und ja, ein bisschen rumfliegen, Schiffe kapern, aber dass man wirklich so untereinander was machen konnte, das ist eigentlich nochmal so ein richtig guter Aspekt jetzt im Spiel. So, wir fliegen mal hier an unser Schiff ran. So. Wir schmeißen hier mal das ganze Zeug. Genau, eigentlich wäre es auch noch cool, wenn wir einen Frachtcontainer hätten auf dem anderen, wo wir Sachen reinpacken können. Die Anzeigen haben wir, glaube ich, doch nicht gebraucht. Hier komme ich wieder drin. Nee. Ja. Was bräuchten wir also? Wir brauchen ein bisschen Uran. Das klauen wir uns mal hier raus. 5 müsste erstmal reichen. 5 Uran. Und der Assembler könnte eigentlich hier in Endlosschleife demontieren. Bis nichts mehr übrig ist. So, jetzt fliegen wir darüber. Packen in den Reaktor das Uran. So. Und schon gibt's auf dieser Basis Strom. So. Das nehmen wir natürlich nicht Cockpit 2. Und den Generator fahren wir mal runter wieder auf 0,3G. Und so riesig muss das Feld auch von Anfang nicht sein. Da reicht eigentlich so 50 mal 50 mal 50. Ihr seht schon rechts unten, wie viel weniger Strom wir dann dafür benötigen, wenn wir das Feld ein bisschen kleiner machen. Hier, das ist jetzt gerade mal ein Zehntel der Maximalleistung, die wir gerade eben gebraucht haben. Und es reicht trotzdem, also ihr seht sie, es reicht, um gut auf der Plattform rumlaufen zu können. Die Gravitation reicht auch bis ins letzte Eck. Und, ganz wichtig, wir können sie uns jetzt ins Cockpit setzen und werden wieder aufgeladen. Gut, der
Kraftstoff, beziehungsweise das Uran reicht jetzt für 4 Tage, solange wir aufgeladen werden. Mal gucken, wie lange es hält, wenn die Plattform im Leerlauf ist. Ebenfalls 4 Tage. Aber es reicht fürs Erste, weil, wie gesagt, es sind ja, wie ich schon mal gesagt habe, in einem vorherigen Teil sind ja Realtime-Tage. Das heißt, man kann seinen Rechner dann 4 Tage laufen lassen, bis das weg ist. So, der Assembler ist brav am Zerlegen in die Einzelteile. Aber die Stahlplatten schnappe ich mir noch vorher, die er hat. Weil es ist echt praktischer, wenn man hier die Rohmetalle hat und sich einfach immer bauen lässt, was man braucht. Also zumindest für mich, weil ich dabei nicht so viel denken muss. Und wenn ich dabei auch noch kommentieren muss, wird es bei mir richtig schlimm. Dann geht gar nichts mehr. Und das Schöne ist, man kann sich mit den 0,3G auch mal so in der Höhe fallen lassen und es passiert einem nichts. So, wir versehen jetzt hier alles mal mit den Stahlplatten. Dann muss das halt nur noch zusammengeschweißt werden. So, sind die jetzt hier überall drin? Ich hoffe doch mal. Das sieht gut aus. Dann machen wir mal hier weiter. Passt. Aber jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr viel im Inventar. Ja, jetzt ist unser Inventar leer. Ach ja. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, wir fliegen das Schiff mal hier rüber. Halt, jetzt bin ich in den falschen Modus gewechselt. So, wir fliegen mal da rum. Und holen unser Schiff mal darüber, damit wir nicht immer so weit laufen müssen. Oh, nein, nein, nein. Oh. Der lässt sich einfach fallen. Aber ich möchte trotzdem dieses Schiff, so wie es ist, eigentlich behalten. Den Private Cell kann man ja da erstmal liegen lassen. So, wir fliegen mal hier rum. Ein bisschen höher. Wahrscheinlich noch ein bisschen vor, würde ich sagen. Bis jetzt. Irgendwelche Fehler beim Kameraclipping. Huhu. Gut. Ich würde nämlich gern das Schiff noch umdrehen. Und ich weiß nicht, was hier immer passiert, wenn man so ein Schiff dreht. Warum das dann immer so komisch liegt. So. Jetzt könnte man natürlich diesen neuen, relativ neuen Merge-Block verwenden. Um hier anzudocken an der Station, aber ich denke, das geht auch so für uns, für unsere Zwecke. So. Der Assembler macht ja ganz lustige Geräusche. Wie weit ist er denn? Assembler. Hier. Ach Gott, der zerlegt gerade die Herstellungskomponenten. Das dauert natürlich ewig. Ich glaube, ich lasse das dann einfach mal offscreen ein bisschen weiterlaufen. Oder wir machen nochmal was. Wir besorgen uns mit unserem kleinen Mining-Schiff, das wir da oben drauf haben, noch ein bisschen Rohstoffe, weil die braucht man ja jetzt definitiv, wenn wir wenn wir
eine Station bauen wollen, weil das, was wir bislang haben, reicht auf keinen Fall. Wenn ich jetzt gleich wieder sofort wüsste, wo das Uran versteckt war. Weil Uran brauchen wir auf jeden Fall noch. Nehmen wir mal die Scheinwerfer an. Ich glaube, das war doch hier irgendwo drin, in so einem Gang. Genau, hier war es doch. Schauen wir mal in die Cockpit-Ansicht und fangen mal an, hier ein bisschen zu bohren. Oh, da ist ein Business-Shipment. Da hätte ich eigentlich noch mehr Lust, jetzt dieses Business-Shipment zu kapern. Wo ist es? Komm her. Wir fliegen jetzt mit unserem Mining-Schiff dorthin. Egal. Ich mache mal die Scheinwerfer wieder aus. Die blenden zu sehr. Ihr seht auch, wir haben eigentlich ein relativ schnelles Schiff gebaut. Trotz der drei kleinen Triebwerke, die wir hinten dran haben. Das erreicht also eine gute Geschwindigkeit. Würde mich mal interessieren, ob die immer noch gedeckelt ist. Ja, sie ist immer noch gedeckelt. Auf 104,4 Meter pro Sekunde. Das finde ich ein bisschen blöder, aber es ist halt nun mal so. Noch mehr Teile, die wir verwerten können. Und ich denke auch, das Business Shipment hat ebenfalls keine Waffen. Was eine ganz gute Sache ist. So, wir schmeißen hier mal unsere Bremsraketen an. Ja, genau. Dieses Schiff hat keine Waffen. Und jede Menge coole Bauteile. So, wir machen mal unsere Trägheitsdämpfer aus, damit wir es schön sanft andocken können, das Schiff. So, ich steige zu sehr. Das will ich natürlich nicht. Ich will von hinten ranfliegen und will dann irgendwo andocken. So. Vorsichtig rannähern. Es ist klar, mit Trägheitsdämpfer hätte man da keine Chance. So, jetzt versuchen wir hier vorsichtig anzudocken. So, geschafft. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier also dieses Business Shipment. Ich meine, das Coole ist, es hat einen großen Reaktor und alles. Ist also ganz praktisch. So, wir gehen jetzt hier mal raus. Und fliegen da von hinten wieder rein. Das war die falsche Taste. So. Öffne die Tür. Jetzt hier rein ins Cockpit. Nicht ganz so weit. So, jetzt sind wir drin. Jetzt können wir hier die Bremsraketen zünden. Und alles ist gut. Wir stehen. Jetzt richten wir uns wieder auf unser Zeug aus. Da hinten. Ich hätte fast einen fatalen Fehler gemacht. Denn es sind ja... Der Beacon auf unserem Startschiff ist ja auf 5000 Meter jetzt, glaube ich, beschränkt. Wäre natürlich blöd gewesen, wenn wir uns weiter entfernt hätten. Dann hätte ich wieder gar nicht mehr gesehen, wohin ich zurück muss. So, das ist jetzt auch nicht ganz so schnell. Aber ihr seht, das hat viele gute Bauteile. Hier jede Menge Solarzellen. Es hat einen Auswurf und einen Sammler.
Triebwerke, klar, die kann man auch immer gebrauchen. Den großen Reaktor, da stecken auch jede Menge Komponenten drin. Also, es ist nicht schlecht, dieses Schiff. Und der große Vorteil ist, es hat keine Bewaffnung. Das heißt, ja, wir können sau einfach kapern, das Ding. So, wir fliegen jetzt noch zurück zu unserer Basis in dieser Folge. Und dann hoffe ich, dass wir nächste Woche dann einen Gast dabei haben. Das werdet ihr dann hören. Ja. Äußerst spannend. Das Problem ist, dass dieses Schiff so langsam ist. Aber ihr seht auch den Unterschied rechts unten im ja, Übersichtsfenster für das Schiff. Dieser große Reaktor leistet 100 Megawatt. Also ich glaube, so viel Energie braucht man in dem Spiel überhaupt nie. Ich weiß ja nicht, was Leute für Schiffe bauen, dass die wirklich diese 100 Megawatt brauchen. Mir haben eigentlich immer die 5 Megawatt Reaktoren gereicht. Bei Weitem. Ich glaube, ich komme ein bisschen schief, oder? Ist so richtig? Keine Ahnung. Aber ich sollte mal die Trägheitsdämpfer zünden, glaube ich, bevor wir in den Asteroiden krachen. Also, ab. Denn die Bremsleistung von diesem Schiff ist auch nicht so toll. Ah ja, von da kommen wir jetzt. Dann haben wir nämlich schon mal jede Menge. Ja, das ist immer, wenn ein kleines Schiff oben drauf steht, dann klippt die Kamera immer ein bisschen. So, jetzt seht ihr auch die Solarzellen, die jetzt gerade anfangen, ein klein bisschen Leistung zu bringen. Wir drehen uns mal mehr an die Sonne. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz, kann ich euch nochmal die Solarzellen zeigen. Wie wenig Leistung die haben hier. Da heißt es also, maximale Ausgabe 5,81 kW. Ja, toll. 5,8 Kilowatt? Was soll der Scheiß, wenn so ein blöder kleiner Reaktor 5 Megawatt bringt? Ich weiß nicht, was sich die Entwickler da gedacht haben in dem Moment. Als den Solarzellen so wenig Leistung gegeben haben. Aber egal, also wir haben jetzt hier noch so ein Private Business Shipment. Ich glaube, das hat sogar einen Assembler, ne? Moment, Leute, wir schauen noch mal kurz, aber dann ist die Folge wirklich vorbei. Ich glaube nicht, in diesem Schiff ist sogar ein Assembler verbaut. Ich glaube, das ist das Bauteil, wo ich mit meinem Schiff drauf gelandet bin. Halt, machen wir die Trägheitsdämpfer an. Achso, ja. Das hat wollte ich nicht ausblenden. Ich denke, das hier ist ein Assembler. Ja, genau. Dann können wir nämlich aus diesem Schiff den Assembler ausbauen und auf unsere Basis setzen, auf unsere Station. Und dann haben wir nämlich jede Menge Bauteile schon wieder. Also Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und ciao, bis nächste Woche, sagt Fabi.